Es ist Freitag, der 4. April. Seid herzlich willkommen hier noch einmal auf dem Terrain vom Mystery Park in Interlaken. Also eben vom gewesenen Mystery Park. Heute heisst in der Losung: Steht der Herr mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Psalm 16, Vers 8. Ihr kennt das Gefühl, wenn man so fast einer gegen alle in einer ganz blöden Situation steht und am liebsten würde man im Erdboden versinken, aber das geht aus bestimmten Gründen nicht und man muss irgendwie einfach das durchstehen und durchhalten. Und genau so ist es mir gegangen, als ich eins vergessen habe, eine Taufe einzufädeln. Und die Tauffamilie ist am Sonntagmorgen in die Kirche gekommen. Mein Vikar hat schon die Predigt angefangen und dann sind die Leute zu mir gekommen und gesagt: Herr Pfarrer, habt ihr die Taufe vergessen? Da ist mir natürlich die Hühnerhaut hinter am Rücken auf und ab und kalt und heiss und so weiter. Und schlussendlich musste ich für die Kirche mich vor allen Leuten entschuldigen und sagen: Es tut mir sehr leid, ich habe eine Taufe vergessen, die tun wir jetzt aber noch nachholen. Was in solchen Situationen für mich persönlich ausschlaggebend ist, ist, dass trotzdem vielleicht alle Leute den Kopf schütteln und jemand sogar noch aus der Kirche austritt, in diesem Moment neben mir gleich nicht einfach ein leerer Raum ist, sondern ich weiss, Gott steht neben mir. Er steht auch zu mir, auch dort, wo ich einen Fehler gemacht habe. Er steht neben mir, er steht zu mir und darum kann ich fest bleiben. Darum kann ich einen solchen Schritt machen, darum kann ich mich exponieren, darum kann ich mich blamieren, was auch immer passiert, aber ich kann mit ihm herstehen. Irgendjemandem, es muss gar nicht der Pfarrer sein, kann ohne solche Situation entgegenkommen. Ein Mann hat mir erzählt, ich habe ihn schon vor einigen Jahren jetzt beerdigt. Er sei heimgekommen, am Abend zu seinem Haus gelaufen und zwei aus der Nachbarschaft haben ihm mit Mistgabeln aufgepasst. Sie haben abgewartet, dass er vorbeikommt, für ihn zu vertröschen. Plötzlich aber haben sie die Gabeln fallen und sind davon gesprungen. Einige Wochen später hat er einen von diesen zwei gefragt, warum sie fortgesprungen sind. Und er hat auch gesagt: Ja, weisst, wegen dir hätten wir keine Angst gehabt. Aber der Gross, der neben dir gestanden ist, die helle Gestalt, wegen dem haben wir Angst bekommen. Hier sind wir ja mit in diesem Thema, Mystery Park. Aber es ist vielleicht gar nicht auf diese Art mysteriös, wie die sich das vorstellen, sondern Gottes Herrscharen sind eben auch bei uns. Das heisst ja, steht der Herr mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Ihr seht, wir sind hier typisch im Berner Oberland, wo es halt einfach auch ein bisschen atypische Sachen gibt. So wie der Mystery Park, wo ja auch nicht unbedingt ein oberländisches Phänomen ist. Die Tiere hier auch. Wir lesen im Neuen Testament: Wir setzen unsere Ehre darein, dass wir ihm wohlgefallen. Auch wenn wir manchmal ein bisschen Kamel sind in dem und ein bisschen Anfänger. Wir wollen lernen, den bei uns nicht einfach einen Leerraum zu haben, sondern wissen, zu Rechten haben wir eine unumstößliche Präsenz. Jemand, der uns hilft, herzustehen. Jemand, der uns hilft, dranbleiben. Auch wenn es mal ein bisschen wackelt unter unseren Füßen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.